Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Destiny 2 Video bei mir auf dem Kanal. Und heute gibt es das zweite Token Opening eben vom Eisenmanner diese Woche. Ich hatte ja 600 Tokens und habe die ersten 300 aufgemacht auf meinen Jäger. Und jetzt, weil ich auf meinen Titan natürlich auch die Rüstung haben will und mir fehlen ein paar Waffen, möchte ich hier auf dem Titan auch noch ein paar aufmachen. Und dann fangen wir direkt gleich einmal an mit dem ersten Engramm und wir beginnen Vorwärtspfad. Das Automatikgewehr habe ich noch nicht bekommen beim anderen Token Opening. Ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es nachher dann nochmal in der Endcard. Dann das zweite Engramm haben wir die Stiefel für den Titan. Dann die ruhige Hand habe ich schon bekommen. Das Last des Helden ist es, die MP habe ich schon bekommen. Dann Vorwärtspfad dürfen wir nicht zerlegen, dann muss ich gleich mal hier saven, aufpassen. Dann hier die Zeichen, die Titanzeichen können wir zerlegen, die habe ich schon. Und die Stiefel muss ich auch gleich mal hier saven, nicht dass ich die wieder unabsichtlich zerlege. Das passiert mir nämlich in Destiny 2 sehr oft, im Gegensatz zu Destiny 1. Wieder die Stiefel. Die Brust für den Titan. Okay. Dann haben wir wieder Vorwärtspfad, muss ich aufpassen, hier gleich wieder zerlegen. Die zerlege ich wieder auch, die Waffen, die ich nicht brauche, beziehungsweise schon habe. Dann haben wir wieder die Stiefel hier, jetzt haben die gleichen Perks oben. Und die Brust, hier wieder saven. Dann können wir die letzten aufmachen. Und da ist der kluge Tandel. Oh, das Fusionsgewehr ist das. Mal safen hier. Habe ich ebenfalls noch nicht bekommen. Jetzt weiter mit dem Opening. Wieder die MP und den Helm. Die MP und dann Sniper. Wieder die MP. Okay, jetzt muss ich hier mal kurz aufräumen. Die MP kommt eigentlich sehr, sehr oft raus. Und ja, Sniper brauchen wir nicht. Und den Granatwerfer habe ich eh, den von Schmetzsiegel. Das ist der beste. Den Helm brauchen wir ebenfalls nicht. Ist kein besonderer Helm. Und die letzten paar Tokens zum Aufmachen. Den Granatwerfer habe ich noch nicht bekommen. Dann wieder die Brust und das letzte Engramm. Wieder das Fusionsgewehr. So, den Granatwerfer können wir hier mal kurz saven. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wie viele Waffen es diese Woche gibt. Ich habe mittlerweile schon alle. Ansonsten, ja, Pech gehabt. Wir haben bekommen vom Eisenbanner die Brust, die Schuhe und halt die Waffen. 3 Waffen, die ich noch nicht bekommen habe, ist eigentlich eher ein guter Schnitt. Aber die Rüstung ist halt extrem selten irgendwie, fühlt man mir das vor. Ich habe 4 oder 5 Mal bekommen die MP. Und das ist irgendwie schon mager im Gegensatz zu der Rüstung, weil ich habe hier nur 2 bekommen. Und normalerweise bekommt man die Klassenrüstung, diese Klassenhandtuchdinger für den Titan eh nachgeworfen bei jeder Fraktion. Deswegen wundert es mich gerade, dass das eben nicht der Fall ist. Und das sieht eben so aus mit den Nackenhaare vom Titan. Und wie viele habe ich jetzt insgesamt aufgemacht auf beiden Chars? 30 Pakete aufgemacht. Das ist schon cool. 30 Pakete sind wirklich eine gute Leistung. Vor allem, wenn man für 10 Gramm für jede Season hier abschließen muss. Und ich habe hier einfach das Dreifache schon übersprungen. Was haltet ihr von den Waffen? Ich habe hier Automatikgewehr bekommen. Natürlich, Reviews zu den Waffen kommen auf jeden Fall noch. Kommt auch nur an, wann ich eben Zeit habe dazu, welche zu schneiden und welche aufzunehmen. So, Fusionsgewehr. Ich finde das mit dem Design cool gemacht, aber es ist einfach eine ganz normale Waffe, einfach nur in grün und dieses scheiß Eisenbahn-Emblem draufgeklatscht. Da hätten sie sich schon ein bisschen mit mehr Verzierungen nehmen können, vor allem hier. Es ist 1:1 der gleiche Raketenwerfer aus dem Schmelztiegel, nur halt ist hier dieses Emblem oben und das hier ist grün statt rot. Hätten sie sich schon mit den Verzierungen sehr, sehr viel mehr Mühe geben können. Ehrlich, das muss man schon dazu sagen.
So, okay, das war's mit diesem Video von mir. Was haltet ihr von der Rüstung und von den Waffen, die man eben bekommt? Habt ihr schon Erfahrungen mit den Waffen? Schreibt es mir bitte runter in die Kommentare. So, okay, das war's schon wieder mit diesem Video von mir. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr Destiny-Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Schausix.